Wo ist meine Süßigkeiten-Schwester? Die wird wahrscheinlich wieder gezogen. Weil ich kenne sie keine Sorge was. Wir halten sie alles im Griff. Ja, ich habe gesagt, wir haben alles im Griff. Genauso. Jetzt können die mich aufhalten. Was ein Witz. Ich bin obermächtig. Greif ihn an. X. Attacke. Damn. Nein. Wir haben unser Bestes gegeben. Aber letztendlich hat es. Jetzt schaut euch an, was ihr mir. Einer von denen war bei meiner Schwager. Hä? Wirklich? Welcher da? Keine Ahnung. Robots sehen für mich alle gleich aus. Genau wie der verfluchte Menschen. Okay. Läuft bei dir. Einer war so ein Schwager. Beobachtet zum Blick, scheint Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Okay. Jetzt nicht mehr. Oh, 1000 läuft voll bei ihm. Ja, warum nicht? So. Raketenhagel, komm, setzen wir alles ein, was wir haben. Hau raus, du Mist. Oh, Achtung, jetzt scheint die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Okay. Sagt sie das jetzt nächstes Mal nach Beenden einer Runde? Anscheinend. Das wollte nicht angreifen, sondern nur zugucken. Ist ja knapp. Ich darf den nicht. Ich darf den nicht abwehren, ehrlich nicht. Wie kacke ist das denn? Das ist ja echt kacke. Sie darf wahrscheinlich nicht angreifen, gelähmt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Arsch. Nee. Okay. Heil mal. Dann hat er wieder volles Leben. Kennst du. Tada. Raketenhagel. Er hat wieder 850. Volles hat er nicht, aber auch. Wenn das Ding explodiert, kriegt man natürlich Leben dazu, verstehe ich. Er gibt für mich sehr viel Sinn. Endlich auf mich anzustarren. Mein junger Freund. Ach, das heißt, wenn ich jetzt ein Verteidigungsding hätte, was ich natürlich nicht habe, hätte ich das jetzt mit denen auswählen können. Was ich natürlich nicht habe. Weil ich nicht so der Verteidigungsfreund bin. Okay. Wäre echt super, wenn ihr mich jetzt schützen würdet. Ja, nee, habe ich nicht. Ist nicht. Vergiss es. Wir kämpfen oder wir sterben, aber wir sind Männer. Wir verstecken uns nicht hinter einer Rauchbombe, die echt praktisch wäre. Okay, das war ein bisschen mit Ray. Gelähmt. Hallo? Die Hymne. Ich singe dir ein Lied. Das habe ich geschrieben. Ich werde dich mit meinem Feuer kriegen. So, Raketenhagel. Ja, sieht gut aus. Er hatte doch noch was übrig. Jetzt steht er nochmal auf, wahrscheinlich nicht. Bananenbad. Und eine neue Marke. Oh nein, der Süßunglaub war die einzige für mich. Was heißt denn schon, vergreift an meine Süßigkeiten, dann wärst du. Hihi, der war gut. Keine Ahnung, ich bin nie bis zur Bande gekommen. Armselige Knusgauer hat mir seinen besten Soldat verbrochen. Das kommt von all diesen Ausgaben. Scheiße. Pah, gibt es etwas Widerliches als den Klang von lachenden Kindern? Oh, oh. Es überrascht mich sehr, euch beide wieder zusammenzusehen. Wie seid ihr bloß mit allen schrecklichen, unverzeihlichen Sachen durchgekommen, die ihr gesagt habt? Hm.
Warte eine Sekunde. Hä? Der ist von diesem großen hässlichen Toren. Piep. Meine Schwester stinkt, sie nervt und ihr Kostüm ist peinlich. Eigentlich wünsche ich mir, sie wäre nie geboren worden. Das ist total gemein. Mama hatte nicht recht. Du warst nie mein bester Freund. Nein, lass es mich erklären. Ich war so viel jünger, als ich das gesagt habe. Ja, war ja klar. Ja, sie ist so dumm. Klappe halten, ihr Süßen. Ihr kommt mit mir mit. Ja, ihr kommt mit mir mit. Da diese Monster erscheinen, Kinder nicht von Süßigkeiten unterscheiden können, werdet ihr Glücksvögel mir helfen wieder. Scheiße, ihr werdet Gewichtsanforderungen für meine Süßigkeitenquote in 0,0 erreichen. Und noch vor Mitternacht werde ich in Reverb. Ah, oh Gott. Ich bin nicht dick. Das bringt dir nichts. Es ist viel zu viel, um zu lesen. Aber sie kriegt ein Re-Upgrade. Bin ich mir sicher. Hypothese, die Dorngewische und Dicktisch findet man nur, weil er nicht beobachte. Ich meine, schau mal da. Wo ist Vrin? Jetzt sind wir alle Süßigkeiten. Warum stecken wir in diesem billigen Süßigkeitenkostüm anstatt in unserem tollen Kostüm? Bringt diese schrecklichen Kostüme weg und verbrennt sie, ohne sie. Die Kinder macht los. Sind wir das? Ohne sie. Ja, Trotella, du Heilige. Und die anderen durchsucht die Stadt nach Süßigkeiten. Dies ist unser letzter Halt. Und wehe, ihr versagt schon wieder. Das werde ich euch nie verzeihen. Dann werdet ihr im Lagerfeuer verbrennen. Wollen wir hier rauskommen? Gronk. Gronk! Gronk! Habt ihr das gelesen? Gronk, da stand Gronk. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin mir sicher, da stand Gronk. Das ist kein Sinn. Sag das nochmal. Bitte sag das nochmal. Ich bin mir nicht sicher, das wäre echt krass. Bitte. Witchy! Rutschpatschi! Man sieht ihre Unterhose. Unsere lausigen Ersatzkostüme. Das bringt uns einen ernsthaften Nachhinein gegenüber diesen Monstern. Kommt, Leute, wir müssen unsere echte Kostüme zurückholen. Ich habe mein Einhornkostüm noch nicht. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten den Computer nicht aus. Sie ist so schwer. Machen wir eine Pause. Warte. Warum schreist du immer diese Wörter, die du zuletzt sagst? Nun, ich habe über diese Situation groß genug nachgedacht und bin beschleicht das Gefühl, dass, ach, scheiße, dass wir genötigt wurden. Ich vermute, dass sie unsere zynischen... Ich habe Hunger. Hunger. Das ist total schwer. Ich schwöre, das ist so schwer mit dem Vorlesen. Das ist so teilweise echt unmöglich. Man kriegt das gelesen, also der Kopf macht das. Aber das Vorlesen ist so schwer. Das sind die Monster, denen die Hexen befohlen hat, unsere Kostüme zu verbrennen. Sie haben unsere Kostüme, aber wir brauchen die Kostüme. Scheiße, das ist weg. Wir brauchen die Kostüme, um sie zu bekämpfen. Eine faszinierende Paradoxen-Experiment. Versuche, ein neues Kostüm zu bekommen und dies damit zu benutzen, um die Originale zurückzuholen. Nice idea. Okay. Ey, pst, pst. Hätte ich nur mein... Vielleicht finde ich hier doch mein Dings. Hey, Bo. Hast du ein Kostüm? Du hast mich gefunden. Ich bin mein... Ja, echt? Ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, als Verstecken zu spielen? Anscheinend nicht. Finale Sektion, ja, okay. Werf mir mal die letzte Zutat zu. Ey, Kürbis, ey, ey, pst. Hallo, ignoriere mich nicht. Ey. Arsch. Bitte. Mit meinem heiligen Kürbiskopf. Ist da lang? Oh, guck mal, ein Kind. Hahaha, tschi. Ach, du hast mich gefunden. Blöde Heuschnuppen. Ach so, haha, tschi soll das sein, okay. Ja, ist okay. Scheiß Polizei. Hol ich eh nie. Fröhliche Halloween und willkommen zur Fall Valley Games. Der Eintritt kostet. Kirmes meine. Der Eintritt kostet $5, wenn ihr ein Kostüm tragt. Und wie viel, wenn man kein Kostüm tragt?
nun, den Regelwerk besagt, dass ihr ein Kostüm tragen müsst, um rein zu dürfen. Also sag ich mal, dass Karten ohne Kostüme $1 Million kosten. Wie sieht's aus? Huch, wir haben nicht mal $5. Gucken wir mal, ob wir herausfinden können, wie wir sonst reinkommen. Aufmachen, aufmachen. Okay, dann nicht. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Er hat 3 Eier dran. Das extra ist. Du. Hey! Hey, 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 Klein, mein süßer Schuh. Halloween-Karte ist ganz verklebt. Ich brauche noch eine. Ich habe auch Seelenkarten zum Tauschen, die sind nicht verklebt. Ich habe keine Ahnung übrig, aber ich sag dir Bescheid, wenn sich das ändert. Sehr gut, keine Eile. Geräusch von Mumien. So eine Art? Weiß ich nicht. Ich bin noch nie wirklich einer begegnet, muss ich gestehen. So gut bin ich darin nicht. Hey, hey, hey. Habt ihr so ein Seil? Ich hasse dich. Hey, pst, hey, pst, pst, pst. Hey, komm, pst. Da komme ich immer noch nicht lang. Oh, fick die Henne. Okay, dann nicht. Ich wollte da eh nicht hin. Hey! Hallo, ihr Kleinen. Möchtet ihr ein paar leckere Pommes kaufen? Deine Pommes duften lecker, aber wir sind gerade damit beschäftigt, nach Halloween-Kostüm zu suchen. Echt? Ich habe ein Pommes-Kostüm, das für Werbezwecke gekauft hatte, aber es ist mir zu klein. Perfekt, wir hätten gerne 3 Kostüme. Also, ich habe nur 1. Aber ich leihe es euch, wenn ihr mir 3 neue Karten bringt, dürft ihr es behalten. Und ich gebe euch Eintrittskarten für die Kirmes. Hier, zieht dieses Pommes-Kostüm an und nutze die Lockfähigkeit mit leckerem Duft, um ihren Kunden herbeizubringen. Hilf mir wenigstens einmal in meinem bedeutungslosen Leben ein Gewinner zu sein. Denn es ist für mich wichtig, 3 Pommes zu verkaufen. Danach wird mein Leben so besonders sein wie noch nie. Ich weiß, wie sie mich alle beneiden werden in dem Pommesbuden. Okay. Pommes? Ey. Nicht? Nicht gut genug? Wie soll ich denn herbei... Ich weiß bis nochmal. Wen soll ich denn herbeirufen? Soll ich die Tür klopfen? Aber da könnte ein Monster sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich möchte Pommes essen. Schnubber mal, nimm mal eine Nase. Ich werde Pommes essen, bis ich brechen muss. Das ist die richtige Einstellung, sehe ich ähnlich. So. Will eine Pommes? Du nicht. Das ist eine Banane, die mein Vater auf der Farm gezüchtet. Was? Warte, was? Was? Macht das Sinn? Hey, Pommes, will ich mal Pommes? Da ist was hinterm Dings. Natürlich nicht das, was ich wollte. Nein. Als wenn das Kind im $600-Bananenkostüm ein Kind in einem $20-Kostüm folgt. Mir nach. Aber Pommes tut doch. Ist es also. Achso, ist es, als ob jemand nach meiner Nase greift und mich in die Richtung zieht. Zeige mir den Weg. Kann ich auch machen. Stern über Bethlehem, zeig mir den Weg zu dem Pommesladen hin. Sag, wo es steht. Ich habe fucking Hunger und will Pommes essen. Ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht. Ta-da-da-da-da. Hey, hey. Hier ist die Pommesbude. Wahnsinn. Es musste sein. Stand da so einsam und verlassen rum. Ich weiß, ich habe 1000 Dinge übersehen zum Kaputthauen, aber es ist nicht gerade so, als würde ich zu wenig Süßigkeiten Dinge haben. Wahrscheinlich jetzt, aber an sich bis jetzt ging das voll. Hey,
Wie bist du hier? Ja. Mein Papa hat mich abgesetzt. Es ist so auf... Er ist so aufgeregt. Er glaubt, ich campe mit euch, Jungs. Oh, nett. Hat er dir ein paar Meilenschneis gegeben? Nein, aber ich habe ein paar Kampfmarken. Geht, ne? Du hast eine Kampfmarke, falls du nicht sehen kannst. Sei gegrüßt, ordentlicher Bürger. Habe keine Angst. Ich bin auf Patrouille. Was? Was finde ich denn meinen letzten Pommes-Heini? Wo ist er? Ich sehe hier keinen mehr. Will eine Pommes wahrscheinlich da hinten irgendwo dann wieder zurück? Hm. Das ist natürlich ein Kostüm, was ich alle Zeit brauchen werde. Mit den krassen Fähigkeiten für die Pommes. Das kann ich nicht auslassen. Das musste sein. Ey, bist du Pommes? Ey, Pommes. Ey, bist du Pommes? Pommes. Jetzt neu. Hol es dir. Komm. Du kriegst sogar einen extra. Extra long und extra hart. Was? Ey, bist du Pommes? Ey. Schön knusprig. Will jemand Pommes haben? Hallo? Hier gibt es keine Menschen mehr, die Pommes wollen. Ey, pst, Vögel, wollt ihr Pommes? Hey, riecht ihr das? Mein Fehler. Hey, wieso zur Scheune? Ich dachte, ich muss sie zur Dings locken. Wahnsinn, helfen wir Fritze mit den Eintrittskarten. Hey, was habe ich denn? Ich habe immer noch nicht das eine, da fehlt mir immer noch eins. Aber schon mal ein neues anfangen, ne? Läuft bei mir. Doch nicht. Was habe ich denn bekommen? Ach, die ganzen Kostüme wahrscheinlich. Ja, aber hier ist keiner mehr. Aber jetzt kann ich wieder an der Tür klopfen, weil habe ich Kostüme. Natürlich kämpfe ich auch als Pommes anscheinend. Oh yay. Balo. Oh yo, Balo. Freunde gehen durch der Kondom. Balo, seine Kuh. Sei jetzt mal ehrlich, wo finde ich meinen letzten... Ich will nicht an den Türen klopfen als Pommes. Mann, ich bin eine Pommes. Kann ich überhaupt kämpfen? Was? Werfe ich ihn denn mit Ketchup oder so? Ich fütter ihn so lange, bis er fett ist. Okay, fick dich. Hey, Pommes? Keine Pommes? Ey, pst, willst du Pommes haben? Pommes. Ey, pst, pst, Pommes. Pst, Pommes. Keine Pommes? Die gibt's für Lau. Ob sie schmeckt, weiß ich nicht, aber Pommes. Ey, pst, willst du Pommes haben? Pst, pst, Pommes. War klar. Närrin. Ich bin eine Pommes. Wie soll ich jetzt kämpfen? Ey, ich muss mich braun oder was? Was zur Hölle? Klar, macht Sinn. Ich esse nie wieder Pommes. Warum bin ich denn... Scheiße, ich habe vergessen, meine Kostüme so zu wechseln, wie ich sie anhaben will. Ich habe nicht mal meinen Healer dabei. Yay, Pommes-Schere am Start, Mann. Yay, Pommes-Schere am Start, Mann. Nein, Quatsch. Woo.
sah aber krass aus. Muss ihn lassen. Aber das war's auch mit ihm. Das mit der Pommes hat mich ein bisschen. So. So, sie kriegt wieder die. Und er kriegt wieder die.